Teams oder SharePoint? Welches von den beiden Tools sollte ich für meine Arbeit heranziehen? Was sind die prinzipiellen Unterschiede? Wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile? Diese und ähnliche Fragen möchte ich mit euch gemeinsam in diesem Video beantworten. Viel Spaß! Einer der Hauptgründe von Microsoft Teams zu entwickeln, war es, die Benutzer ein wenig von dieser SharePoint-Komplexität wegzubringen. SharePoint war vor allem in den früheren Versionen sehr komplex, sehr umständlich, die Berechtigungen waren doch eher versteckt. Man musste sich durch diverse Untermenüs durchkämpfen, durch nicht so gut erklärte Erläuterungen und Punkte. Jetzt mit der neuen Version SharePoint Online ist das Ganze natürlich wesentlich einfacher, wesentlich benutzerfreundlicher. Man kann da richtig lässige Webportale aufbauen, Kommunikationsseiten, Teamseiten und so weiter. Teams ist gedacht, um vor allem die Zusammenarbeit in Gruppen zu fördern, für Projekte, für Abteilungen, für diverse Use Cases und so weiter. Wenn es also darum geht, dass man eine Mannschaft hat und da möglichst unkompliziert und ohne viel Berechtigungsstrukturen und ähnliches einrichten zu müssen, zu arbeiten, ist Teams definitiv die bessere Lösung, weil ja vor allem auch Teams von Microsoft immer wieder regelmäßig durch neue Erweiterungen ergänzt wird. Die letzte, die mir so spontan einfällt, wenn es die Gruppenräume oder auch Breakout Rooms genannt. SharePoint ist natürlich eine interessante Option, interessantes Tool für die Zusammenarbeit, kann natürlich wesentlich mehr anbieten als Teams, wenn es um die Struktur geht und um die Möglichkeiten. Da kann man also zwischen verschiedenen Templates mittlerweile auswählen in dieser Online-Version. Man kann relativ simpel mit Webparts Portale aufbauen, Internetseiten und so weiter. Das Interessante ist, dass Microsoft Teams ja im Hintergrund eigentlich eine SharePoint-Bibliothek ist, wenn es um die Dateien geht, beziehungsweise eine sogenannte Microsoft 365-Gruppe. Das heißt, die Grenzen sind im Hintergrund fließend, aber im Vordergrund für die Anwender ist eine klare Trennung zu nennen zwischen Microsoft Teams, wo es eben um Gruppendynamik geht, um Zusammenarbeit, um Dateiaustausch, um Planner, um OneNote und so weiter. Und SharePoint, wo es um eher primär darum geht, Portale aufzubauen, vielleicht auch eher mittellangfristigere Portale, die halt immer wieder durch den einen oder anderen Eintrag ergänzt werden. Und das ist so der prinzipielle Unterschied zwischen Microsoft Teams und Microsoft SharePoint. Teams eher unkompliziert, keine komplexe Berechtigungsvergabe notwendig, kein weiteres Wissen notwendig, wenn es um Berechtigung, Vergabe und so weiter geht. SharePoint wiederum, da geht es eben um die Möglichkeit, ein Portal aufzubauen. Und das wären die prinzipiellen Unterschiede.